Kapiert es endlich? Das war die Message der Fed gestern und die Märkte haben es vielleicht endlich kapiert. Sie haben kapiert, dass die Zeit der Party vorbei ist, dass die Fed die Financial Conditions straffen will. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie will, dass die US-Hauspreise nicht mehr steigen, sondern latent fallen. Sie will, dass die Aktienmärkte nicht mehr steigen, sondern latent fallen. Und sie will, dass die Renditen steigen und nicht fallen. Und genau das haben wir gestern bei den Renditen gesehen. Das hat die Party an den Märkten beendet. Warum, will ich Ihnen gleich zeigen. Dafür gibt es handfeste Gründe. Jedenfalls wollten die Märkte weiter spielen, dieses Schema. Ach, die Zeit ist doch so, dass die Fed ein Freund und Helfer ist, das Sicherheitsnetz gespannt hat. Aber aus dem Fed-Put ist jetzt ein Short Call geworden, könnte man sagen. Also es hat sich etwas verändert. Die Fed ist der Gegner der Märkte. Und das ist gestern einmal klar geworden. Warum ist sie der Gegner der Märkte? Weil sie jetzt versuchen will, die Inflation in den Griff zu kriegen. Und das versucht sie möglichst damit zu erreichen, dass sie die Zinsen nicht so stark anheben muss, eben die Financial Conditions zu straffen. Und dementsprechend sollten die Märkte jetzt sehr vorsichtig sein. Und wir haben gestern ein massives Reversal ja gesehen. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal an, das, was Jerome Powell gestern gesagt hat in dieser Veranstaltung des IWF. Da war Lagarde dabei, da waren andere dabei. War ganz lustig zu gucken und hier sagte dann Paul eigentlich nichts, was jetzt die Märkte hätte so schocken müssen. Wir müssen more quickly agieren, also schneller agieren und wir müssen Front-End-Loading mit der Accommodation jetzt vorgehen. Also wir müssen jetzt mal richtig was draufpacken. Dann sagte er, ja, ich würde sagen 50 Basispunkte Zinsanhebung ist jetzt definitiv auf dem Tisch. Auch das nicht wirklich überraschend, aber dann so Aussagen, Labor Market is too hot, unsustainable hot, also der Arbeitsmarkt ist zu heiß, die Inflation ist sowieso zu heiß, die müssen wir runterkriegen, hat Paul nochmal gestern klar gemacht. Und vielleicht sagt er, haben wir den Peak jetzt gesehen bei der Inflation, aber weiß man eben nicht. Aber jedenfalls müsse das erreicht werden. Und das in Kombination mit den Aussagen von Jim Bullard, der einen Satz gesagt hat, den ich so von einem Notenbanker eigentlich noch nie gehört habe. Der hat gesagt, Bond Market now is not looking like a safe place to be. Also der Anleihemarkt sieht nicht aus, als wäre es ein sicherer Hafen. Dementsprechend haben die Märkte auf diese Aussage reagiert. Die Anleihen wurden verkauft, dementsprechend stiegen die Renditen und diese Gemengelage an Aussagen der Fed hat jetzt Nomura, die japanische Bank, dazu gebracht zu sagen, naja, die Fed wird jetzt bei der nächsten Sitzung 50 Basispunkte anheben und dann zweimal hintereinander 75 Basispunkte, also das ist schon ein bisschen heftig, sodass wir dann schon im Juli etwa bei 2,25 bis 2,5% Zinsen wären. Jedenfalls sehen wir ein richtiges Massaker an den Anleihenmärkten. Wenn da die Renditen steigen, dann fallen ja die Kurse. Wir sehen, wir haben jetzt das schlechteste Jahr bisher in der Geschichte der Anleihenmärkte seit den 1970er Jahren. Nicht mal 79 war schlimmer. Damals Khomeini, diese Revolution im Iran mit dann wieder deutlich steigendem Ölpreis. Und das in einer Zeit, wo die Nachfrage nach US-Staatsanleihen doch relativ stark abgenommen hat und vor allem die Eurozone jetzt noch als Käufer auftritt und UK. Und dagegen die Asiaten sich deutlich zurückhalten in letzter Zeit mit dem Kauf von Long-Term US Treasuries, also US-Staatsanleihen. Klar, da fürchtet man, dass so etwas passiert wie mit Russland, dass man dann eben plötzlich mal seine Gelder nicht mehr wieder sieht. Und die Fed hat durchaus Grund jetzt also vorsichtig zu sein, denn wer soll diese Anleihen kaufen? Bisher hat es ja die Fed gemacht, hat also die Staatsanleihen gekauft, die Treasuries gekauft, Mortgage-Backed Securities gekauft, hypothekenbesicherte Anleihen gekauft. Also, aber jetzt fällt sie als großer Wal in der Badewanne weg, der eben immer Nachfrage nach diesen Staatsanleihen erzeugt hat. Jetzt müssen andere einspringen, sonst steigen die Renditen. Jetzt will die Fed ja die Bilanz reduzieren, was nichts anderes heißt, als manche Anleihen auslaufen lassen, wenn die Laufzeit fertig ist, oder eben wie bei Mortgage-Backed Securities perspektivisch sogar aktiv aus dem Portfolio verkaufen. Und normalerweise ist es so, paradoxerweise, dass die Anleiherenditen fallen, wenn die Fed ihre Bilanz reduziert, weil die Märkte dann eine Art sicherer Hafen suchen und das sind vermeintlich die Staatsanleihen. Aber die Fed hat natürlich noch weitere Gründe, warum sie mit den Zinsen nicht so weit nach oben gehen kann, nämlich etwa 88,3 Billionen Gründe. Das nämlich ist die Verschuldung. Wenn wir uns jetzt mal das gesamte Verschuldungspaket der Amerikaner anschauen, also Firmen, Privathaushalte, Staat,
Das ist so gewaltig, dass wenn ich da wirklich dann die Zinsen deutlich anhebe, ich natürlich ein Problem bekomme. Also versuche ich was? Ich versuche die Märkte zu erschrecken. Ich versuche die Finanzkonditionen zu straffen, indem ich hawkisch agiere, um dann möglicherweise die Zinsen gar nicht mehr so scharf anheben zu müssen, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Gestern hat Paul sich geäußert und gesagt, ja, also wir werden das tun, was wir halt tun müssen. Und jetzt saßen da natürlich auch und wurden befragt, Vertreter der Emerging Markets, die klar gemacht haben, wenn die Fed aggressiv die Zinsen anhebt, dann sind wir, auf Deutsch gesagt, ganz schön angeschmiert. Und darauf wird Paul aber keine Rücksicht nehmen können, weil er erstmal sich um die US-Wirtschaft kümmert. Jedenfalls sehen wir jetzt, dass die Märkte insgesamt, nicht nur Nomura, sondern die Märkte insgesamt jetzt 175 Basispunkte Zinsanhebungen bei den nächsten drei Sitzungen erwarten. Also das würde bedeuten, da ist einiges in der Mache, da ist einiges wirklich am Start. Das wäre ein ganz großer Schritt, 0,75, dann ein und zwei große Schritte, nämlich jeweils 0,5%. Also das ist vielleicht ein bisschen too much, aber jedenfalls ist das etwas, was dann bestimmte Länder richtig treffen würde, heftig treffen würde, nicht nur die USA, die ja massiv verschuldet sind. Jetzt schauen wir uns mal die Reaktion der Märkte an. Dow Jones, moderates Minus noch von 1%, Nasdaq minus 2%. Der war allerdings fast 1,5% im Plus gestartet und wir sehen, dass Consumer Staples sich noch am besten gehalten haben, jener Sektor, das, was die Leute unbedingt brauchen, während Energie massiv gefallen ist. Und das ist insofern erstaunlich, als der Ölpreis sich ja gut gehalten hat. Warum sind Energieaktien gefallen? Nun, das sind jene Aktien oder das ist der Sektor, der sich mit Abstand am besten bisher entwickelt hat in 2022. Das heißt, Hedgefonds haben ihre Gewinner verkauft, weil sie auf der anderen Seite Probleme haben, offenkundig Margin Call Probleme. Hedgefonds to liquidate their best performing sector Stocks, wie hier einige schreiben. Und vielleicht ist es eben so, dass wir, wie Matt King gesagt hat, instead of transitory inflation and sticky GDP, bekommen wir sticky inflation and transitory growth, also praktisch eine dauerhafte Inflation mit vorübergehendem Wachstum mal, aber eher vorübergehendem Wachstum. Also wir sehen diese Geschichte, die gestern hier stattgefunden hat, die hat richtig reingeknallt. Warum will ich gleich zeigen? Hier sehen wir mal dieses Reversal. Der S&P 500 über 4500 Punkte gestartet, um dann unter 4400 zu schließen. Das ist schon eine Strecke, fast 120 Punkte von hoch zu tief. Das ist eine Hausnummer. Der Nasdaq, wie gesagt, 350 Punkte im Minus. Der hat fast 600 Punkte absolviert. Das ist richtig heftig, was da passiert ist. Und wir sehen breit gefächert hier New York Advanced Decline Linie, also praktisch die Aktien, die an der New Yorker Stock Exchange gehandelt werden. Wie viele sind gestiegen, wie viele sind gefallen? Anfangs sehr viele gestiegen, dann alle praktisch gefallen, fast ohne Ausnahme. Und hier sehen wir jetzt mal den Nasdaq, respektive Triple Q, das maßgebliche Nasdaq ETF. Da haben wir diese Unsicherheitsphase. Es schien dann nach oben rauszugehen und dann dieses Reversal, diese dicke, hässliche, für die Bullen hässliche Kerze, die hier nach unten weist und die bisherigen Verlaufstief da noch mal unterschritten hat. Jetzt dürften wir auf dem Weg sein in Richtung Tief, das wir Mitte März gesehen haben, aber nicht sofort. Möglicherweise, wir sehen hier oben, hier unten genauer gesagt, den Triple Q nochmal im kürzeren Zeitfenster sehen wir, ja, da sind wir jetzt schon ein bisschen ausverkauft, da könnte ein Bounce nach oben kommen, aber das könnte dann eine sehr schöne Gelegenheit sein, die ganze Geschichte nochmal zu verkaufen, auf die Shortseite zu nehmen. Marco Kolanovic von JP Morgan hat immer gesagt, buy the dip, buy the dip, buy the dip, und Michael Hartnett von Bank of America hat gesagt, no, don't buy the dip, sell the rally. Bisher steht es 2:0 für Michael. JP Morgan erwartet aber dennoch eine tolle Berichtssaison, weil einfach das ganz toll aussehen wird, etc. etc. Die ganz großen Dickfische wie Apple, Amazon aus dem Tech-Bereich kommen noch. Morgan Stanley hat jetzt übrigens auch seinen Oil-Forecast um $10 nach oben gehoben. Ist ja eine offene Frage derzeit. Naja, wird das so schlimm wie in den 70er Jahren, als damals die OPEC ja praktisch uns den Hahn abgedreht hat? Ich denke, wir werden dauerhaft hohe Energiepreise sehen. Warum? Selbst wenn Putin zum Beispiel gestürzt würde, würde Deutschland versuchen, sich weniger abhängig zu machen von russischem Gas vor allem, aber auch von Öl. Wir sind sehr, sehr stark auf dieses Land fokussiert. Solange Putin an der Macht ist, werden wir
hier alles versuchen, um davon wegzukommen, aber die Alternativen sind schlichtweg kaum da, respektive die sind sehr, sehr teuer, deswegen dürften wir langfristig hohe Energiepreise sehen. Kommen wir zurück zu den Märkten. Es steht jetzt einiges auf der Kippe, etwa solche Dickfische wie Google, die gestern schwer unter Druck waren. Distribution Phase, eine Distributionsphase, Fragezeichen. Jetzt hier nochmal Unterstützung, vielleicht ein Bounce nochmal nach oben zu erwarten. Aber wir sehen, dass dieser Squeeze, den wir im Nasdaq 100 gesehen haben, vorbei ist. Die Zinserwartungen, das ist hier unten diese rote Linie, invertiert, also genau andersrum, sind weiter gestiegen. Dann haben wir trotzdem diese Rallye im Nasdaq gesehen. Jetzt steigen die Zinserwartungen weiter, jetzt ist finito mit der Rallye. So wie es aussieht und übergeordnet jetzt auf Wochenbasis hier der Triple Q, also das Nasdaq ETF, an einer entscheidenden Marke. Und wenn wir unten, nämlich dieser langfristige Aufwärtstrend, der wird jetzt getestet. Und unten, wenn wir uns das mal anschauen, die High Yield Bonds, das ist praktisch, das sind Junk Bonds, das sind die hochriskanten Unternehmensanleihen, die besonders gefährdet sind, wenn die Fed die Geldpolitik straft, die Zinsen anhebt. Die haben diese ganze Rallye, die der S&P 500 zwischendurch gemacht hat, überhaupt nicht mitgemacht. Das ist ein Zeichen, wo die Probleme wirklich sind. Und die Aktienmärkte haben vielleicht jetzt ein TINA-Problem. Das war ja immer, there is no alternative, gibt keine Alternative. Jetzt sehen wir Dividendenrendite im S&P 500 bei 1,4%. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe knapp 2,5%. Das heißt, ich verdiene sehr viel mehr Rendite, wenn ich schlichtweg hier eben eine Treasury Yield habe, als wenn ich eine S&P-Aktie habe, die sich theoretisch, praktisch nicht möglich, aber theoretisch nicht bewegt. Dann bekomme ich ja auf jeden Fall die Dividende. Hier sehen wir, dass dieser Unterschied so groß ist wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr. Und wer sich jetzt in Cash investiert hätte, respektive in sogenannte 3-Monats-Bills, Treasury-Bills in den USA investiert hätte, der hätte jetzt praktisch sein Geld wieder mit ganz, ganz minimalem Gewinn. Wer dagegen in 20-jährige Anleihen gegangen ist, hat einen Verlust von 6,6% und beim S&P etwa von 5%. Cash is king, das ist die unangenehme Wahrheit, nicht Tina, there is an alternative, sondern cash is king, könnte man jetzt dazu sagen. Und das ist besonders für meine zweitbeste Freundin etwas schmerzhaft, die wieder mit ihrem ARK Innovation 5% auf die Mütze bekommen hat. Die Analogie zum Nasdaq zwischen den Jahren 1993 und 2003 ist schlagend. Hier der Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index ist gestern 6% gefallen. Also dieser ganze Junk, der nach oben gespült wurde, viel Hoffnung, aber wenig Realität, der wird jetzt abverkauft. Nicht gut für Casey. Und die Frage ist Tesla. Es gibt zwei Aktien eigentlich an der Nasdaq, die das Ganze nach oben halten. Das ist einmal Apple und das ist auf der anderen Seite Tesla. Hier sehen wir mal, hat mir jemand geschrieben, der meine Videos guckt, der mal die Umsätze verglichen hat und die Gewinne verglichen hat. Und sagt also, Tesla hat offenkundig um 370% billiger produziert, hat praktisch seinen Gewinn vervierfacht. Nämlich pro Auto gewinnt man jetzt oder macht eine Rendite angeblich von $10.643, vorher im letzten Jahr nur $2.370. Da stimmt etwas nicht. Wer das glaubt, sagt er, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Wir werden da dranbleiben und uns diese Geschichte nochmal anschauen mit Tesla. Ich habe so den Eindruck, dass es gibt ja viele Fans von Tesla, die Glaubensgemeinschaft Tesla, die also meinen, es gibt nur eine Zukunft mit Tesla, durch Tesla, sonst sind alle komplett sozusagen dem Untergang geweiht. Aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Tesla in etwa das wird, vor allem Elon Musk, das wird, was WorldCom oder Enron gewesen sind, als dass Tesla das dominante Unternehmen wird, das alle verdrängen wird. Aber sei es drum, Glaubensgemeinschaft ist Glaubensgemeinschaft und wir sehen, dass diese, wenn wir jetzt nochmal einen Blick nach Asien und Europa werfen, wovon kaum jemand spricht, ist der Abverkauf des chinesischen Yuan. Alle sprechen vom Yen, der ja massiv abverkauft wird, aber auch der Yuan ist jetzt so schwach wie seit September 2021. Nicht mehr kein Wunder, denn die chinesische Notenbank will ja tendenziell die Geldpolitik lockern, nicht straffen. Das passt nicht zusammen. Shanghai hat heute gesagt, wir werden den Lockdown dann aufheben, wenn wir bei null Fällen sind. Das kann noch ein bisschen dauern. Das wird die Inflation wieder befeuern, das wird die Lieferengpässe, Materialmangel befeuern. Und inzwischen fürchten in Deutschland jetzt 69% der Leute eine Lohnpreisspirale und fordern natürlich eine deutliche Lohnerhöhung, weil man sagt, wir verlieren Kaufkraft, kein Wunder.
Gestern hat sich Lagarde, die ja mit neben Paul saß, gestern bei dieser IWF-Veranstaltung, hat sie gesagt, ich bin weder Falke noch Taube, weder Hawk noch Dorf. Das war der allergrößte Witz, über den haben wir sehr gelacht. Jedenfalls hat sie dann über die Inflation gesprochen und da müsse man die Inflation in einem graduellen, in einem graduellen Ansatz bekämpfen. Ja, sehr graduell, gell? Und zwar so graduell, dass ich der Überzeugung bin, schafft die Fed ab, denn, nicht die Fed, sondern die EZB ab, denn sie hat keine Zukunft. Abschließend noch zwei Artikelempfehlungen. Zinssorgen, steigende Renditen vermissen die Party. Wie geht's da im DAX? Was ist derzeit eigentlich der Fall? Das ist ein Artikel, der das sehr schön zusammenfasst. Und dann heute Zahlen von Newmont Mining. Gibt ja viele, die sich für Gold interessieren. Alles Gold oder was? Rohstoffgiganten unter der Lupe. Mal hier ein Porträt eines Unternehmens, das für viele vielleicht interessant sein könnte. Also diese beiden Artikel. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.